Und damit hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Erstmal wieder Doggo streicheln, das ist immer extrem wichtig am Anfang der Folge. Ich habe jetzt auch rausgefunden, warum ich den Doggo manchmal nicht streicheln kann. Und zwar liegt einfach daran, wenn ihr getarnt seid, dann funzt das nicht. Wenn ihr den Mantel wieder abnehmt, funzt das schon. Also hier nochmal. An. Und das funzt nicht. Antan. Und das funzt. So, heute mal beide Doggo streicheln. Einer Junge. Ein. Der andere guckt zu. Oh, ist süß. So. Wir haben in der letzten Folge so ein bisschen Verübung gemacht und haben. Moment. In Greta Brickshire so ziemlich alles weggemacht. Warum sind hier schon wieder Schätze? Warum wurden mir bei... Naja, egal. Wir machen heute weiter. Ich glaube, so Richtung Hauptstory. Stufe 4. Ja, wir gehen mal zu... Du Randvieh. Hier ist ja hier die Hauptbeauftragte. Habe ich hier noch Verträge bei Reda? Hast du einen Vertrag für mich? Es gibt Aufträge. Die mache ich meistens irgendwie. Oh ne, habe ich nicht. Wenn wir danach. Ach, die resetten immer um 20 Uhr. Geh mit okay. Dann halt nicht. So, müssen ja mit Randvieh reden, die ist ja die... Hast du Werk gesehen? Nee, habe ich nicht, sorry. Die ist ja die Beauftragte für unser Bündnis-Geschissel hier. Wir gucken noch mal in unser krasses Schlafzimmer. Nö. Hütte der Serienkartenmacher. So. Oh, hier können wir jetzt schlafen gehen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen zu Randvieh. Denn wir wollen Richtung Sigurd weiter. Und Sigurd soll ja in... Schön, dich zu sehen. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ah, die Aussprache von den ganzen Regionen ist manchmal auch ein bisschen... Genau. Legrachestershire. Machen wir. Erzähl mir mehr über Legrachestershire. Ich möchte mich Legrachestershire. Okay. Er reist in eine Stadt namens Heopedun, um Oberon Ragnarsson zu treffen. Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und ihnen helfen, so gut ich kann. Ich glaube, das wäre gut. Ja. Machen wir dann mal. Gehen wir mal nach Legrachestershire. Ich werde sie nicht warten lassen. Gut. Ich werde Sigurd und die Söhne Ragnars benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Cheopedon ist recht weit im Norden, am Trent. Ja, whatever. Wir gucken mal. Wo wir jetzt hin müssen. So, Legrachestershire. Wo ist denn hier das? Da oben. Aber da fahren wir nicht mit dem Schiff. Da reisen wir mal kurz hier zu dem Aussichtspunkt. Und guck mal, was da so geht. So, Aussichtspunkt, runterjumpen. Und dann machen wir uns in Richtung des Ziels auf, halten aber unterwegs nochmal hier an. Ja, die Dinger gehen ja meistens recht fix. Geronimo. Ab. Bevor das in den Kommentaren auftaucht, ja, ich weiß, dass man mit dem aufgeladenen Angriff eine Dings machen kann. Mit der Tastatur ist es Shift und Linksklick und so oder so.
Ende Jumps, da kann man den, ach Gott. Warum ist denn hier ein Wolfi-Wolf? Hey, Wolfi-Wolf. Aufhauen. Noch ein Wolfi-Wolf? Wo ist mein großer Wolfi-Wolf? Komm mal ran hier. Oder einfach vor so einem kleinen Wolf hier ab. Mit Shift-Linksklick ist hier so aufgeladener Angriff, aber ich weiß nicht, wie das mit dem Controller funktioniert. Weil der schwere Angriff ist ja eigentlich Rechtsklick. Oder beziehungsweise rechter obere Trigger. Ich weiß nicht, was hier Shift sein soll. So. Wir haben das Ziel, da ist noch Metall. Metall immer bereithalten. Zack. Aufhören. Wieso haut mein Little Pony schon wieder ab? Wir klettern hier mal runter. Oh, hier, guck mal, Bären. Trankzutat, Bärenhuhn. Für einen Gauner und Schwindler. Aber du hattest recht. Der Herr sei mit dir. Was hat sein Kleines? Dann quatschen wir mal mit ihm. Ah, mein bald höchst begehrter Zaubertrank. Ein Schluck davon lässt dich einschlafen und wenn du aufwachst, bist du auf einmal reicher. Und das klingt doch gut. Diese Betrugsmasche ist mir neu. Es klingt wie eine, ja, ich weiß. Ich kann auch nicht erklären, wie es wirkt. Aber die Worte dieses Herrn eben sprechen für sich. Er und viele andere sind zu mir zurückgekehrt. Jeder erzählte eine andere Geschichte, aber alle waren am Ende reicher. Das ist ein bisschen weird. Na gut, gib mir den. Ich habe keinen mehr. Die Herstellung dieses Tranks ist ein großes Wagnis. Willst du dich dieser Herausforderung wirklich stellen? Erst muss ich wissen, worum es geht. Sehr wohl. Es gibt zwei wichtige Zutaten, die du mir bringen musst. Bärenhoden und frische... Yeah, wir sind im Dschungelcamp angekommen. Bärenhoden. Wo kann ich diese Zutaten finden? Etwas westlich von hier ist eine Höhle, in der Bären sich gerne an Trompetenpfiffer legen. Flechten wiederum wachsen draußen im... Okay. So, etwas westlich von hier ist eine Höhle, sagt er. Also machen wir mal hier so ein Ding hin. Da ist eine Höhle. Und zwar hier. Oh! Die sind nicht genießbar. Falschen gegessen. Okay, den blauen Träuchling wollen wir nicht essen. Gerade rausgefunden. Was ist mit dir? So, mal hier im Weak Spot treffen. Oh. Die wird der Bär nicht mehr brauchen. Geil, wir haben Bärenhoden, Leute. Bärenhoden. Okay, das ist echt eine kleine Höhle. So, und was wollte er noch haben? Irgendwelche Sachen von irgendeinem Brunnen. Wo ist hier ein Brunnen? Da ich nicht mehr völlig aufgepasst. Da quatschen wir mit ihm. Irgendeine Fläche oder so. Fand ich einige bemerkenswert. Die mit ihm nicht richtig. Warum packen die?
Flechten für das Gebräu des Trankmischers. Warum auch immer er die in seinen Brunnen packt. Kommen wir jetzt hier wieder raus? Hallo? Hier. Hoppeli hopp. Klettern wir nach oben. Lass mich raus. Hopp. So. Ja, ich habe, warum du mich gebeten hast. Gucken wir mal, was da jetzt hier passiert. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Der Trank wird in Kürze fertig sein. Okay. Da haben wir es. Einmal den Trank des wundersamen Reichtums. Viel Spaß. Wenn er mich beklaut, steche ich ihm ab. Das ist ihm hoffentlich klar. Boom. Einfach umgekippt. Einfach eine Rückwärtsseite gemacht. Ich würde sagen, der hier hat denselben Trank getrunken. Ist hier gelandet und hat es nicht mehr hinausgeschafft. Ich sollte zurück zum Trankmischer. Vielleicht weiß er, was passiert ist. Da unten drin war ich mir übrigens schon mal. Ich hier ein paar Quests gemacht habe. Das ist nämlich die Höhle. Warte mal, wo ging's denn hier raus? Da oben. Das sollte klappen. Das ist zumindest Licht. Hören wir hier mal auch. Oh, das dauert mir zu lange, hier hochzuklettern. Moment, wo waren wir denn gerade? Da oben. Zack. Neue Reise. Warum auch immer ich da in dem Dings wieder geweckt. Wieder wach geworden bin. So, reit hier. Und dann müssen wir jetzt halt wieder darüber reiten. Hilft ja alle nicht. Das ist ja so belastend, dass er uns da zurücksetzt. Das ist noch irgendein Lager oder sowas, ne? Interessant. Interessant. So, aber wir wollen ja zu Sigurdsson kommen, deswegen machen wir hier mal ein bisschen Tempo. Da war der Trankmischer. Mit dem müssen wir jetzt hier nochmal talken. Du, Trankmischer, was ist passiert, nachdem ich diese Pisse getrunken hatte? Woher soll ich das wissen? Ich sagte doch, ich kann es mir auch nicht erklären. Ich weiß nur, dass der Trank bei dir recht stark gewirkt hat. Du bist hier rausgestolpert und dann durch den Wald gerannt, als hättest du etwas gewittert. Es war wirklich wild. Ah ja. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Schön, dass du wohl auf bist. Und dein Reichtum ist gewachsen, oder nicht? Könnte man sagen. Ich bin in einer Höhle aufgewacht, neben einem Toten, der einen Schatz umklammerte. So eine Geschichte hatte ich bisher noch nicht. Ja, den Schatz von dem Toten hatten wir halt so schon mit. Nur, dass er nicht so viel Glück hatte. Vielleicht sollte ich diesen Zaubertrank erst einmal ausmustern. Zumindest, bis ich besser verstehe, was er bewirkt. Gute Idee. Jutzi. Da machen wir den hier mal weg und dann begeben wir uns weiter in Richtung Sigurdsson. So. Oh. Hey, ich hab gar nichts getan. Auf mich zu zielen.
Das ist nicht fair. Theopedun, Sigurd wird mit den Ragnarsons hier sein. Hier! So, dann wollen wir mal. Hier, guck mal, gibt es hier noch irgendwelche interessanten Sachen? Da schreit einer ganz schön wie am Spieß. Wir müssen, aber ich wollte gerade sagen, wir müssen da mal auf den Turm den Punkt klar machen, aber vorerst nicht. Iva! Wer steht hier vor Iva Ragnarsson? Bist du Sigurd Strenger? Aragorn? Ja, ich bin Aragorn. Folge mir und erfülle deine Eid. Oder so ähnlich. Ein bisschen Farbe schadet nicht. Wer sind die? Alle Späher haben sich wie Bauern gekleidet. Mutig, sehr mutig. Diese kleine Gestalt. Das ist ja wieder eine recht dunkle... Oh Gott, der hat mich... Und niemand träumt auch nur davon, Speer zu schicken. Au, das tut weh, glaube ich. Und nun schüttelt man Hände und schließt Bünde. Nicht mein Ding. Sag bloß. Es ist lustig. Schreiend und wimmernd und stinkend vor Pisse. Hey! Guter Junge. Ach, guck mal, er bezahlt ihn sogar. Was hat denn da an seinem Kopf? War das du nur so eine Mummel oder? Wühlte wieder durch die märzischen Felder. Au! Ich glaube, der ist hin. So freilassen auch nicht. Toll. der Blick. Ich führe dich herum. Geil. Die Szene hat mir gefallen, so. Wie nennt man diesen Ort? Ich nenne es Drecksloch. Aber für ja gut, wir folgen ihm erstmal. Dann machen wir den Aussichtspunkt später. Was haben sie geweint, als wir sie von beim Plündern können wir gleich mit. Du hast dein Messer tief in das Herz dieses Königreichs gestoßen. Und ab! Eine ganze Reihe sächsischer Edelleute wartet mit immer plündern, Leute. Darauf, unseren Hintern zu küssen. Nur König Burgred und sein Kriegsherrn Leofried sträuben sich noch. Mein Bruder wird sich der beiden... Da drin ist irgendwas, da unten ist irgendwas. Ja, Uba und Sigurd sind geschwätzig wie immer. Holst dir schon mal den Schmalz aus den Ohren. Ja, das lohnt sich doch zumindest hier mit dem Silber. Ich weiß das Burgred. Ich gehe nirgendwo hin, du Aas. Der König ist in Aufruhr versetzt. Dank mir und meinen Männern. Wofür du bezahlt wurdest. Aber der Preis ändert sich nicht, nur weil du unser Hacksilber schimmern gesehen hast. Du vergisst, dass ich eine Mietklinge bin. Ich verlange, was ich will und nehme, was mir zusteht. Ja, ist ja grundsätzlich ihr Recht. Wenn du dich an deinem Scheiß interessiert, würde deine Zunge längst in deinem Arsch stecken. Und jetzt verschwinde. Okay, Alter, Ivo ist echt ein super Charakter. Finde ich gut. Das Feilschen um Silber ziemt sich nicht für den Sohn von Ragnar Lodbrok. Der ist so verquer, das gefällt mir. Ich habe die Krieger, die du brauchst. Wenn die so aussehen, mache ich mir keine Sorgen mehr. Ey, die sehen nicht alle so cool aus wie ich. Du kommst genau zur rechten Zeit. Uba und Iva stellen einem König nach. Und wenn wir ihn erwischt haben, wird ein anderer gekrönt. Unser lieber Tan Cheolwulf. Um diese Aufgabe habe ich nicht gebeten, aber Mercia braucht genau das. Einen Mann, der gerecht über Sachsen und Dänen herrscht. Aha. Wir fragen ihn mal, ob er überhaupt klarkommt als König. Fürs Erste konnten wir uns immerhin einigen. Na. Der König hat unsere Friedensangebote abgelehnt. Cheolwulf will das ändern. Er wird ein neuer König für ein neues Englerland.
Im Moment hat sich Burgred in der Feste von Tamelvjord verschanzt. Sein letzter Zufluchtsort. Noch so ein Drecksloch, nur weiter südlich. Wir haben sie wochenlang belagert, ohne Erfolg. Wir haben genug angeklopft. Jetzt klingt irgendwie danach, als ob wir gleich wieder irgendeine Feste einnehmen dürfen. Wenn wir Tamelvjord einnehmen, Burgred absetzen und Sheolwulf zum König krönen, gehört uns morgen der Schier und bald ganz Mercia. Ja, absetzen. Ich kann nicht genug betonen, dass Burgred nichts zustoßen darf. Meine Glaubwürdigkeit als König hängt davon ab. Das ist natürlich... So bleibt da der Spaß am Krieg. Belastend. Nicht jeder Sieg muss durch den Tod eines Königs besiegelt werden. Aber das macht es so viel besser. Seine Bitte ist angemessen, Ivar. Und wir werden sie ehren. Dann wollen wir mal los. Ich bin bereit für den Kampf. Ja, aber vergiss nicht. Was immer du gewinnst, gewinnen auch wir. Ein Bündnis zwischen meinem Clan und der mercischen Krone. Nice. Sobald dieser Mann auf dem Thron sitzt, sollst du haben, was du verlangst. Also machen wir jetzt die Dinge, die in Amerika oder die CIA für Amerika macht. Lass die Pfeile regnen. Wir stürzen die eine Herrschaft und bringen unsere eigenen Herrschaft. Seine eigenen Herrscher an die Macht. Ich muss pissen. Sehr geil. Wir haben ein Lager gleich nördlich von Tamelvjord. Wirst du mit uns kommen? Geh ruhig vor. Blick noch einmal auf Cheopidun, wenn du willst. Wir warten so lange am Anleger auf dich. Ju, da klingt doch noch ein Plan. Schön, dass du und dein Bruder hier seid. Und sei es nur, um alle etwas zu beruhigen. Sei unbesorgt, Sheolwulf. Wir wollen alle etwas. Und an dich wird man sich noch sehr lange erinnern. Nur, das haben wir doch mal. Aus den falschen Gründen, fürchte ich. Also, jetzt können wir endlich die Dinge hier tun, die wir tun wollen. Uns umschauen. Erstmal. Nee, da war er. Da. Dann müssen wir einmal hochklettern, ne? Aber das sollte nicht so das große Problem sein, hier mal kurz die Burgmauer zu erklettern. Beziehungsweise den Turm. Oh, da drin ist auch noch irgendwas Gelbes. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Vorräte oder so, nehme ich mal an. Zumindest da uns hier kein dicker gelber Punkt angezeigt wird. Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich schon die Vorräte beziehungsweise die Waffenrüstung, Runen, was auch immer, schon gesehen. Hallo. Evo, klettert er jetzt hoch? Ja, doch. Das ist ein schönes kleines Örtchen hier. Und wir sind bei Nacht. Das ist natürlich wieder auch gut für unsere Rüstung. Hier unser Magister-Set. Aber da wir hier ja eh nicht vom Feinden umgeben sind, so wie das ausschaut, brauchen wir hier nicht großartig kämpfen. So. Ist eine Leiter, die klettern wir mal hoch. Wahrscheinlich kommen wir durch das Fenster hier rein. Oh, sieht doch gut aus. Hammer. Dünnern. Runter. Wir wären auch hier reingekommen. Ja, das ist ja interessant. Hätten wir die Leiter da runterschießen können. Na gut. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, schön. Da gucken wir mal, gibt's hier irgendwas Gutes in diesem Lager? Ja, so 1, 2, 3 Schätze gibt's schon, aber scheint alles Kleinkram.
Ah, hier geht's nach unten. Da braucht man. Hier gibt es schon wieder unterschiedliche Wege. Das ist ein bisschen verrückt. Ja, lass doch den Mist jetzt los. Wir gucken erstmal hier lang. Okay. Ah. Guck mal einer an. Oh. Geh mal bitte weg. Die nehmen wir mit. Ich meine, wir könnten auch den Fall nehmen, aber jetzt haben wir ja hier schon alle breit getreten. Dann stellen wir sie hier hin. Und sprengen uns mal den Weg frei. Wenn der dann noch zu Ende brennt. Ne, die Kisten platt und hoffen, dass wir was zum Plündern finden. Sie. Da. Ja. Ein bisschen Leder und ein bisschen Eisen, sag ich ja. Das war echt schon. Oh, ist ja lame. Na gut, das war auf jeden Fall Schatz Nummer 1 in dieser Region. Oh, es wurde Licht. So, der zweite ist hier. Da drinnen gibt es auch noch was zum Plündern. Oh, trockenes Brot, das ist äußerst wichtig. Könnt ihr immer gebrauchen. Mit Spaß, keine Ahnung, wie das ist. Kann ich auch wieder so plündern, den ihr einfach theoretisch verdickern könnt. Irgendeine Nachricht dran. Okay, wir brauchen Schlüssel. Meistens sind die Schlüssel ja nicht so weit weg. Okay, warte. Kurz nach einer weiteren also er wurde aus dem Lager verstoßen. Als mit meiner Axt es Zeit loszulassen, sagte er, er hat recht, ich will nicht mehr kämpfen, plündern und töten. Diese Dinge beflügeln meinen Kugel schon seit vielen. Wahrscheinlich musste ich das nur. Okay. Man weiß nicht, wo sein. Wo sein Schlüssel ist. Also, bleiben einige von uns hier zurück? Das halbe Heer ist in Tamebjord und wir haben Hilfe aus dem Süden bekommen. Wir haben das losgezogen, zur Verteidigung hier zu bleiben. Schade. Wäre irgendwo ein Brunnen? Gesicht sehen, wenn wir seine Feste stürmen. Irgendwas zum runterschmeißen? Nö, dann geht er wahrscheinlich irgendwie durch das Haus hier wieder runter. Ich doch. Okay. Da war noch was zum Plündern. Auch. So. Da unten ist ja Stroh, ne? Kennt das? Oh, ein bisschen. Ah, gut. Fucken wir mal deren Bude hier ab. So. Das ist noch ein Spottstreit-Duell. Das machen wir auf jeden Fall noch. Und dann gehen wir mal in Richtung des Hafens. Also wir gehen, glaube ich, sowieso schon in Richtung des Hafens. Ich glaube, er hier ist der richtige Mann. Ich hörte, dass Dänen langsam im Gehirn sind und hey, 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 was soll denn der Rassismus jetzt hier? Oder dumm. Beeindruckenderweise bist du beides zugleich. Dich knöpfe ich mir vor. Jawohl. Vorzüglich. Ein Sportgefecht. Ja, klar. Wetten wir. Danke. 200
200 Münzen, mein Guter. Mit dem Spott, den ich bringe, habe ich immer obsiegt. Selbe für eine. Das ist lustig, denn du bist's, der gleich unterliegt. Ja. Wow, stark und schnell. Hüte dich nur, Jungulf. Ah, wir haben es ihm gegeben. Du bist ein Tölpel, du witzloser Wicht. Ach du Schwächling, du Milchbub, beeindruckst mich nicht. Ach du Schwächling, du Milchbub, beeindruckst mich nicht. Sehr gut. Ich bin Spottstreitergott. Jeder Vers mir gelingt. Deine Reime sind schlecht und dein Versgefühl hinkt. Deine Reime sind schlecht und dein Versgefühl hinkt. Ja. Oh, der tat weh, Jungulf. Beeindruckend. Du bist genauso schnittig wie deine Axt. Wie versprochen. Also gib mir meinen Gewinn. Hier, nimm. Du hast es verdient. Nice. Gut. Wir haben wieder ein bisschen Charisma verdient. Den Spottstreit abgeschlossen. Kriegen wir jetzt hier noch Kohle dafür. Beziehungsweise Erfahrung. Und die 400 Silber, die da jetzt stehen, sind natürlich ein bisschen nicht ganz richtig. Was ist der da unten denn? Ich folge dir, Eivor. Nee. Auf den Tag, brauch gar keine Jumpsäcke. Gut. Hier mal wieder alles voll machen. Würde sagen, da vorne sind sie ja schon. Das für diese Folge war. Das passt ganz gut, glaube ich, zeitlich. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen in der nächsten Folge genau hier weiter. Habt noch einen schönen Tag. Haut da rein. Bis dann. Tschüss.